Und wir fahren in der Debatte fort. Helge Lind ist der nächste Redner für die SPD-Fraktion. Und ich bitte, dass wir die Debatte jetzt sachlich führen und die Emotionalitäten ein Stück weit nach unten fahren. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, letzte Nacht erschien mir im Traum ein leicht alkoholisierter AfD-Fan mit Bekenntnisdrang und er sprach zu mir. Hitler? Mhm. Zitat. Lieber Helge, Meinungsfreiheit, das ist meine Freiheit. Was ich meine, meint das Volk, denn ich bin ja das Volk. Also gut. Deshalb muss ich das Volk auch gar nicht erst fragen. Was das Volk ist, bestimme ich. Und das Volk, das sind die Deutschen, also die wahren und echten Deutschen, nicht die ganzen Ausländer. So langsam verstehe ich, worum das Ganze hier geht. Einmal Deutscher, immer Deutscher. Deutscher wird man nicht, Deutscher ist man. Daran kann auch das Grundgesetz nichts ändern. Mein Blut und mein Boden. Mein Bruder. Mein Bruder. Das sagt er als erstes zu mir. Wenn mal wieder ein Abgeordneter bei dir, Helge, dazwischen ruft. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Du bist doch weder Mann noch Frau und schallend lacht, dann bekomme ich als Fan der AfD, mein Lieber, einen inneren Orgasmus. Dann bekomme ich, mein Lieber, einen inneren Orgasmus. Ist das Hagel? Und wenn mal wieder meine Jungs von der AfD bei Rednerinnen mit sogenannten Migrationshintergrund, für mich ja nur Ausländer, weit unter der Gürtellinie dazwischen rufen, dann fühle ich mich so groß und dabei bin ich doch so klein. Aber ich erachte Ehrlichkeit als wichtig zwischen Mann und Frau, findet ihr nicht? Meine Frau, nein, meine Tochter hat einen Freund. Dieser Freund lebt mit einem anderen Mann zusammen. Vater türkisch, Mutter Kurdin. Wie sieht's aus mit unserem Bundeskanzler? Hier. Er ist bei der Demo, bei der linken grünen Demo gegen rechts. So, wo ist da Neutralitätsgebot? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Zu meiner Tochter sage ich, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst, bleibst du mir normal. Hier ist total normal, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Hier ist total normal, hallo. Immer wenn dann meine Tochter in gespielten Wienerisch kontert, Depperta, geh scheißen, dann renne ich zum Laptop und sende meinen nächsten Hate-Post gegen Flüchtlinge ab. Apropos Hate, Hass und Hetze. Hass und Hetze, ich kann es ja nicht mehr hören. Ich armer AfD-Fan, ich mache doch keine Hass und Hetze. Und wenn auch, es gibt doch Meinungsfreiheit. Und wir sehen das hier einmal bei News. Eilmeldung war es heute Mittag. Eilmeldung, Bundesregierung kündigt Kampf gegen die Meinungsfreiheit an. Und da denkt man erstmal, ja, total reißerisch, das kann doch nicht stimmen. Nicht unsere geschätzte Ampelkoalition und besonders nicht hier Lisa Paus vom Familienministerium. Ich habe doch ein Recht auf Hass und Hetze. Hass und Hetze, das machen doch nur die anderen, weil sie meinen Hass und meine Hetze als Hass und Hetze benennen. Hast du auch nur ein Wort verstanden von dem, was er gesagt hat? Woher nehmen Sie sich das Recht? Ich aber habe immer recht, selbst wenn ich
Unrecht habe. Ihr seid die rechte Hand des Königs und der König ist ein Narr. Jawohl, so begreife ich's. Und wenn ich Menschen verhöhne, dann ist das Kritik. Wenn aber die anderen kritisieren, dann ist das Zensur. So ist es. Meine Frau wird zunehmend aufmüpfig, lieber Helge. Ja, du hast recht. Sie meint, eine Meinung zu haben, tatsächlich. Sie will Selbstbestimmung, politische Selbstbestimmung, gesellschaftliche Selbstbestimmung, sexuelle Selbstbestimmung. Angefangen, Frauenkleider zu tragen, habe ich so im Alter von 20, 22 Jahren. Wenn ich sie dann zurechtweise, dann kontert sie und meint Meinungsfreiheit. Und ich schreie zurück, nein, Extremismus, du bist ein Fall für den Verfassungsschutz, aber nicht, solange dieser freche Bengel, der Haldenwang, da sitzt. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ein Bekannter spricht mit mir letztlich über Blumen. Wollen? Wollen? Rose? Rose? Kaufen? Kaufen! Wollen Rose kaufen? Wollen Rose kaufen? Ja! Wollen Rose kaufen? Yeah! Okay, mein okay. Freund! Er bewundert mich und meine Haltung. Er möchte mir ein Kompliment machen für meine stramme nationale Position. Oh, wow! Wow! Er sagt zu mir, hören Sie doch zu, er sagt zu mir, Ihre innere Stimme spricht doch gerade. Er sagt zu mir, mit deiner dornigen, majestätischen Zierde muss ich sagen, du bist eine Rose. Da ruft meine Frau aus dem Bad, du bist keine Rose, du bist eine ziemliche Mimose. Das braucht man nicht zu untersuchen, das war ganz offensichtlich so. In der Tat ist es so. In der Demokratie lebe ich wie die Made im Speck. Ich glaube, nicht jeder ist sich im Klaren darüber, was unser Essen kostet. Macron sind auch keine mehr da. Es gibt nur noch Schokoladenchips. Sie ist mir nämlich immer nur das Mittel und niemals der Zweck. Ja, und reimen kann ich auch. Ich bin ja so schön deutsch. Und immer bin ich nur das Opfer. Ja, klar. Ich meine, der hat das jetzt nicht gewusst und so. Aber ich glaube nicht, dass der sauer ist auf mich. Und immer seid ihr nur die Täter, auch wenn ich euch zu Opfern mache. Klingt irgendwie unlogisch. Egal, ist so. Logisch. Und auch wenn ich alle Freiheiten habe, zu reden und zu meinen, darf ich ja nicht. Keine Aussicht auf einen besseren Job, wie ich annehme. Klingt etwas unlogisch, aber egal, ist so. Am Ende wird dieser AfD-Fan reumütig. Hm. Ist sicherlich auch eine meiner Stärken, wenn ich das mal so... Hier das ganze fachliche Gedöns und so, da gibt's bestimmt bessere als mich, sag ich ganz offen. Und sentimental. Eigentlich, sagt er zu mir, eigentlich bin ich ja ziemlich erbärmlich. Das stimmt. Ich bin nicht groß, ich bin klein. Wahrscheinlich, ja. Ich kenne nur dagegen und kein dafür. Das war was Negatives. Ich hasse mich selbst noch mehr als alle anderen. Das ist wahr. Und wenn ich mir genau Artikel 21 angucke, muss ich schon sagen, dass ich verfassungswidrig bin. Aber das habe ich vorher nicht gewusst. Ich bin keine Rose. Ich bin eine Mimose. So langsam verstehe ich, worum das Ganze hier geht. Ihr glaubt, ich wäre ein Parasit? Tut mir einen Gefallen, haltet mich auf. Ja. 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 Alexander Hoffmann für die Unionsfraktion ist der nächste Redner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich es nicht besser wüsste, Kollege Lindt, und das als Vorbemerkung würde ich sagen, Sie haben vorhin von der vor einigen Stunden getätigten Cannabis-Legalisierung Gebrauch gemacht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ha 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 ha!
Ich kann nicht. Aber ich muss. Sag mal, hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier und schreibe nicht weiter.